Miss Smith ist genervt. Tja, kein Wunder. Seht euch unser lustiges Video an mit einer neuen Zusammenstellung von lustigen Streichen. Wir werden einen richtigen Zirkus in der Klasse arrangieren. Wir verstecken eine Girlande in die Handtasche von Mrs. Smith. Bindet viele bunte Stoffstücke nacheinander zusammen. Und steckt die Regenbogengirlande in die Tasche. Fräulein Smith holt ein Taschentuch aus ihrer Tasche und nimmt Dutzende heraus. Bravo, es ist ein toller Trick. Miss Smith kann in einem Zirkus auftreten. Wollt ihr einen echten Trick? Denn Fräulein Smith kann die Zeit anhalten. Als die Mädchen starr sind, bindet Miss Smith alle Sachen mit Angelschnüren zusammen. Und auch die Mädchen. Wenn die Freunde aufwachen, schafft sie es kaum, aus dem Netz des tückischen Lehrers herauszukommen. Fräulein Smith ist wie eine echte Spinne. Was die Mädchen können, kann Miss Smith auch. Dieser Test ist nichts für schwache Nerven. Versucht, die Kopfhörer zu entwirren. Wir brauchen nur ein paar normale Kopfhörer und viele gleichfarbige kaputte Kopfhörer. Schneidet die Kopfhörer aus den kaputten heraus und befestigt die kaputten Stecker an den funktionierenden Kopfhörern. Verdeckt die Verbindungen. Blue Eye nimmt einen Haufen Kopfhörer aus ihrem Rucksack. Wie haben die sich so verheddert? Jetzt beginnt eine echte Lotterie. Welcher Stecker funktioniert? Legt euch nicht mit Miss Smith an. Legt lieber eure Nachbarin rein und ich gebe ihr eine verklebte Flasche. Legt deine Flasche auf die Seite und verklebt die Öffnung. Macht noch ein kleines Loch in den Boden mit einer Heißklebenpistolendüse. Zieht Wasser mit einer Spritze auf und gibt es in die Flasche. Schließt es dann mit Heißkleber. Blue Eye möchte einen Schluck nehmen. Aber der Hals der Flasche ist versiegelt. Sie versucht es mit einer Schere aufzubekommen, aber es geht nicht. Heute gibt es kein Wasser. Das bekommst du zurück. Ich möchte meiner Freundin einen speziellen Marker geben. Befüllt einen Marker mit Mehl. Und setzt die Kappe wieder auf. Redhead öffnet den Marker und wird mit Mehl bedeckt. Der Marker funktioniert nicht. Und meine Hände sehen aus, als hätte ich Brötchen gebacken. Redhead will aus ihrer Tasche ein Tuch rausholen, aber sie nimmt stattdessen Heu raus. Stopft den Rucksack voll mit Heu. Was soll das? Hat sich da irgendwo ein Tier versteckt? Hier hast du dein ganzes Heu wieder. Du kannst es ja verfüttern. Fräulein Smith möchte ihre Dokumente ordnen. Aber es sieht so aus, als wollen die Klarsichthöhlen das nicht. Bedeckt eine Seite mit Backpapier und erhitzt es mit einem Glätteisen. Jetzt ist die Klarsichthülle versiegelt. Miss Smith versucht es zu öffnen, aber sie scheitert. Sie verliert schnell die Geduld und schmeißt die zerknüllte Klarsichthülle weg. Eine Armbrust ist ihre Waffe. Versteckt euch! Wir brauchen 4 gleich lange Bleistifte. Bindet 2 Bleistifte mit Gummi fest. Positioniert die über Kreuz, bindet es mit einem Gummi fest. Und dann brauchen wir einen leeren Kugelschreiber und bindet ihn nach oben. Befestigt noch einen Binderclip hinten an. Bindet ein Gummi an die horizontalen Bleistifte, so dass ihr eine Schleuder erhaltet. Fixiert es noch mit Klebeband. Spannt die Schleuder und rastet es am Binderclip ein. Dann legen wir eine Mine in den Kugelschreiber. Fräulein Smith ist auf dem Kriegspfad. Sie löst die Bogenschleuder und die Rakete kommt zu uns. Luftangriff auf dem Schreibtisch. Schere, Stein, Papier. Ich bin als Nächste dran. Blue Eye gewinnt. Sie hat Glück.
Sie wischt eine der Formen weg und zeichnet eine Krone mit dem Titel Queen of Instagram drauf. Fräulein Smith setzt sich hin und ist genau in der richtigen Position. Wir machen ein Foto von ihr mit der Krone auf ihrem Kopf. Dieses Foto bekommt sicher hunderte Likes. Und Miss Smith kann nicht herausfinden, warum alle sie so ansehen. Ein echter Instagram-Star sollte glänzen. Lasst uns etwas Glitzer auf unseren Lehrer anwenden. Wir gehen zu Miss Smith, sprühen und pusten Glitzer in ihr Gesicht. Sie ist definitiv ein Star. Wir haben einen neuen Vertretungslehrer, Fräulein Cat. Sie glänzt wortwörtlich. Wir wollen ihr mit unseren Streichen Hallo sagen. Wir werden einen merkwürdigen Zusatzstoff verwenden, um den Kaffeegeschmack zu verbessern. Werft eine Brausetablette in eine Tasse Kaffee. Ihr könnt auch mehrere hineingeben, umso mehr Schaum. Wir werfen die Brausetablette in den Kaffee hinein. Oh, jetzt wird es einen Vulkanausbruch geben. Fräulein Cat ist verwirrt. Was ist los? Ich unterrichte Mathematik und nicht Chemie. Was für eine chemische Reaktion ist das? Sie benutzt so viele Servietten, um die Spuren der seltsamen Experimente zu säubern. Ob sie wohl den Kaffee trinkt? Wir verstecken zwei kleine Freunde auf Frau Cats Tisch, während sie weg ist. Kommt schon, kleine Spinnen, na los! Schneidet einen Finger von einem alten schwarzen Handschuh ab. Befüllt ihn damit Baumwolle. Und verklebt dann die Öffnung. Dann zeichnen wir Augen und Nummer 1 auf weißes Papier. Schneidet es aus und befestigt es am Körper. Brecht dann einen Zahnstocher und schattiert ihn schwarz, um ein Spinnenbein zu formen. Klebt 6 Beine an den Seiten des Körpers an. Macht die Spinne Nummer 2, 4 und 5 auf die gleiche Weise. Die Lehrerin kommt zurück. Sie nimmt Kreide, ohne sie anzusehen. Ih, eine Spinne! Und noch eine! Eklig! Sie haben sogar Zahlen. Dieser ist Nummer 4. Und wo ist der Rest? Hier ist die erste. Die zweite und die fünfte. Und wo ist die dritte Spinne? Sie ist nicht auf dem Stuhl. Vielleicht in einer anderen Klasse? Oder auf meinem Kopf? Puh, da ist keine. Miss Cat hat gerade ihre Angst vor Spinnen überwunden, als sich plötzlich eine riesige Spinne von der Decke auf den Kopf abseilt. Verfolgt einen großen Kreis auf einem schwarzen Stoff mit Kreide. Wir brauchen 2 davon. Schneidet dann 2 Halbkreise aus. Macht 8 identische Streifen aus demselben Stoff. Befestigt je 4 Streifen gegenüber und klebt den zweiten Kreis darüber. Lasst ein kleines Loch, um den Körper mit Baumwolle zu füllen. Wir machen einen Spinnenkopf auf die gleiche Weise aus 2 Halbkreisen. Macht die Augen grün und verknotet die Beine an den Enden. Schneidet dann einen Finger von einem alten Handschuh ab und formt eine Nase. Die Lehrerin springt schnell von ihrem Platz und rennt davon. Sie will keine Spinnen unterrichten. Na schön, jetzt muss sich Mrs. Smith wieder um die streichlustigen Schüler kümmern. Mrs. Smith fürchtet sich nicht vor Spinnen. Nach dem Umgang mit solchen Schülern hat sie keine Angst vor irgendwelchen Tieren. Fräulein Smith hat nichts dagegen, ihre Schüler reinzulegen. Jetzt wird sie ein Training für ihre Augen und Nerven organisieren. Druckt ein Bild einer optischen Täuschung aus und klebt es auf 2 gegenüberliegenden Seiten vom Notizbuch. Klebt eine weitere Illusion auf der nächsten Seite an. Der Lehrer verteilt die Notizbücher. Redhead öffnet ihr Notizbuch und betritt den Trance-Zustand. Alles wirbelt vor ihr herum.
Fräulein Smith muss die Schüler hypnotisiert haben, um Wissen in ihre Köpfe zu stecken. Und Blue Eye bemerkt gruselige Spinnen auf dem Schreibtisch. Schneidet gedruckte Bilder von Spinnen aus. Befestigt sie an einem breiten Klebebandstreifen und klebt sie auf den Tisch. Ah, geh weg, du kleines Monster! Puh, das sind zum Glück nur Aufkleber. Fräulein Smith, Sie werden nicht damit durchkommen. Haben euch unsere Streiche gefallen? Dann schreibt uns, welche ihr auch ausprobieren müsst. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine süßen Videos mehr verpasst.